Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir endlich mal wieder eine Runde Wahrheit oder Pflicht. Die erste Folge habt ihr wahrscheinlich schon auch bei Odemann gesehen. Wenn nicht, Freunde, checkt die gerne ab. Meine kommt ein bisschen später, weil ich habe ja mal ein paar mehr Videos am Start. Heute wird es hoffentlich nicht cringe und hoffentlich nicht peinlich, ja? Ich will Wahrheit oder Pflicht in langweilig spielen. Ich hätte Bock. Und mit dabei heute, wie ihr schon gehört habt, Freunde, ist der liebe Odemann. Abum de la Kaka! Kaka de la Buma! Okay. Wir haben Aufnahme 1 bei Odemann gemacht. Wir drücken jetzt auf Aufnahme 2 und dann müssen wir eigentlich eigene Sachen... neue Sachen bekommen. Ich würde sagen, wir gehen erst in Wahrheit rein. Da können wir mal schön eine Minute strecken am Anfang, so, bevor es peinlich wird, Freunde. Bei Wahrheit ist mir alles egal, da erzähle ich einfach. Okay, Odemann. Okay. Fang an. Acht. Acht. Okay. Ich hab ein bisschen Angst, ey. Ich sag die Zahl ehrlich. Der dicken Digger? Die Zahl der dicken Digger? Hast du schon einmal jemanden für etwas beschuldigt, an dem du schuld warst? Und was war es? Hat bestimmt jeder schon mal gemacht. Safe hat das jeder schon mal gemacht. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, was das wäre so. Warte, dann erzähl ich kurz eine Story. Okay, erzähl du. Bis heute ist mir das peinlich und war halt so, nicht peinlich, aber bis heute beschäftigt mich das. Ja? Wir hatten früher in der Schule jemanden, ich sag keine Namen, Freunde, der hat gar nichts gemacht vom Ding her, aber wir saßen so alle im Stuhlkreis und ich musste furzen. Und ich hab gefurzt und hab ihn beschuldigt und dann hieß er Hosenscheißer. Über ein Jahr lang oder so. Es tat mir unheimlich leid, aber es war mir so peinlich. Also als Jugendlicher oder als Kind so vom Dinger, sagt man natürlich dann nicht so, nein, das war eigentlich ich. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, shit. Das belastet mich bis heute, weil er wurde dadurch dann halt auch gehänselt und so. Wisst ihr, das war irgendwie uncool. Aber ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich das war. Wahrscheinlich hätte mir auch keiner mehr geglaubt. So, das ist halt das Ding. Dementsprechend. Okay, ich aktiviere jetzt. Ist das ein Segen? Ist das ein... Neun! Oh, neun! Die Zahl der Umgedrehten. Warum habe ich gerade Münzen aufgehoben? Ich weiß es nicht. Egal. Okay. Welches ist der merkwürdigste Ort, an dem du gepinkelt hast? Gepinkelt hast. Okay, da müsste ich überlegen. Wo habe ich einen merkwürdigen Ort, wo ich gepinkelt habe? Im Bett. Du Hosen. Ja, Freunde, das bockt ein bisschen der Spaß. Erst kurz warm und dann wird's kalt. Das Ding ist, ich bin ja abends öfter mal unterwegs und da auf dem Kiez, Freunde, da ist es halt so gang und gäbe, dass man halt gerne mal auch draußen macht, weil es gab früher keine Toiletten da. Ja, man musste Strafe zahlen, wenn man pinkelt, aber man durfte nirgendwo rein, um nur zu pinkeln und es gab keine Toiletten, wo du pinkeln kannst. Dementsprechend musste man, nee, Hafengeburtstag, das war das, Freunde. Es war ein Hafengeburtstag hier in Hamburg, der wird ja einmal im Jahr gefeiert oder so. Mhm. Und da war das so, das hat mich kaputt gemacht. Es waren unendlich viele Menschen. Ja. Ich habe so ein bisschen Platzangst bekommen und habe dann einfach alle weggeschubst und bin rausgegangen. So, pam, pam, geh aus dem Weg, ich will hier raus. So richtig Panik-Mode, ne? Weil ich kann ja nicht viele Menschen ab und ich wurde da irgendwie gezwungen, mit hinzugehen. Ja. Und dann musste ich so doll auf Toilette, dass ich nicht mehr halten konnte. Musste einfach mitten auf dem Gehweg irgendwo hinpinkeln. Ich konnte nichts dagegen tun. Und das Krasse daran ist, dass Polizei überall war. Und ich glaube sogar, dass die mich gesehen haben, aber nichts dagegen getan haben, weil sie selber keinen Bock hatten. Weil es war unnormal voll. Das war vor Corona. Und das war wirklich Mensch auf Mensch auf Mensch. Das war so, du konntest dich nicht bewegen. Nicht, gar nicht. Es war alles voll. Shit. Und also das war so der peinlichste Moment, weil mich haben safe 300 Leute dabei angeguckt. Okay. Aber nur aus Notfall, Freunde. Ne? Ich würde sowas sonst nicht machen. Ich gehe lieber auf Toilette. Ich bin auch kein Mensch, der Müll auf den Boden schmeißt oder so. Ich nehme mal alles. Ich auch nicht. Deswegen mach das auch nicht. Okay. Ja. Ich würde sagen, beantwortet. Ich habe Münzen schon genommen vorher, warum auch immer. Jetzt tanzen wir und gehen in den nächsten rein. Ah, yeah. Okay, Freunde. Yeah, let's go. Oh nein, ich habe Angst, Digga. Bei Odemann musste ich ganz eklige Sachen essen, Freunde. Oh, ich habe wirklich, lustig. Das war nicht gespielt. Ich habe fast gekotzt. Guckt euch das unbedingt an. Ich hab mich totgelacht. Oh, Digga, wenn ich jetzt noch dran denke, ist ja auch erst 10 Minuten her. Okay. Achso, du bist dran. Zwei. Zwei. Ich habe ein bisschen Angst, weil es ist die umgedrehte Sechs. Oh, das ist die umgedrehte Sechs, Digga. Okay. Das im Fight kein... Oh! Digga. Feier ich. Okay. Okay. Eins. Wetten, ich krieg jetzt Karma dafür, dass ich mich gefreut habe, Digga. Dein Mitspieler darf dir eine Aufgabe stellen. Okay, ohne Mann. Dann hau mal raus, Digga. Hast du ein bisschen Bock, Toilettenwasser zu trinken, Digga? Ja, hör auf, Digga. Freunde, guckt euch mal das an. Das habe ich bei Odemann gegessen. André! Guck mal, wie das wabbelt, Digga! Was? André. Ich glaube, der ist vergammelt. Was? Ess den ganzen Pilz. Der hau ab! Ich krieg Lebensmittelvergiftung, Digga. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen davon bekommen. Okay, warte, lass mich was überlegen. Wenn ich dran rieche, es riecht ganz normal nach Pilz, ja? Ich mag den Geruch aber überhaupt nicht. Aber es liegt daran, einfach, das sieht eklig aus. Gebraten mag ich das. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr Pilze mögt, aber guckt euch das einfach an. Odemann, überleg ganz entspannt. Mach nichts Schlimmes.
weißt du, so ein bisschen chillig einfach, so kein Problem, Autobahn, ich muss nicht, weißt du, ich muss. Kennst du, wenn man drauf rumredet? Was können wir machen? Was hast du denn daheim, André? Ich könnte jemanden anrufen. Lame. Ich habe Ketchup hier, ne, haben wir auch benutzt. Warte mal, musste ich alles bei Autobahn machen? Hast du noch Windeln daheim? Nein, habe ich nicht. Hast du noch vollgeschissene Windeln von Jonah? Vollgeschissen nicht. Hätte ich aber, denkst du, ich behalte die oder was? Ja, kann doch sein. Ich hab nicht vollgeschissene. Okay, André, ich will, dass du dir eine Windel auf den Kopf ziehst, du die ganze Aufnahme lang. Okay, André, tu es. Hör dich kurz nicht, ich setz sie mir auf. Ja. Digga, sieht wild aus, muss ich sagen. Ich würde es so gerne sehen, Digga. Das ist so ein bisschen so, als hätte ich Drip. Kennst du diese Mützen, die so Ohrendinger haben an den Seiten? So Klappen? Ja. So sieht das ein bisschen aus. Wild, Digga, ist voll gemütlich, bin ich ehrlich. Fuck. Okay, Freund. Okay. Warte mal, ich muss gerade ein bisschen chillen, Digga, das bockt. Schnell Spaß. Okay. Wollen wir direkt noch eine Pflichtaufgabe machen? Ja, safe, Digga, okay, bist bereit? Acht. Okay, Zahl bin ready. Der Dicken. Wo ist die, Digga? Da die hinten. Zahl der Dicken, weil das alles rund und hat zwei Löcher, oh, so wie wir. Ich hab so Angst. Okay. Rede den Rest der Aufnahme so wie dein Mitspieler. Da wird sich nicht viel ändern, weil wir reden. Und wir reden beide Deutsch. Wir reden gleich bei Deutsch. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Bitte. Nimm deine Mütze. Kleiner Bastard. Kleiner Bastard. Ich bin fett. André ist der Coolste. Okay, ich würfel. Junge, ein Maul jetzt! Okay, du hast deine Aufgabe erledigt. Reicht. Ich rede jetzt nicht mehr das gleiche wie André. Okay, ich aktiviere. Aktiviere! Man muss erst mal suchen, Digga. Okay, mache dir Schlagsand auf deine Hand und schlage dir mal ins Gesicht. Bro, hatten wir das schon bei Odoban, Digga. Okay, ich drück nochmal. Die Zahl der Dicken hatten wir. Sechs. Okay. Die Zahl des. Ja, wenn jetzt irgendwas ekliges essen kommt, riech durch. Das Ding ist aber, ich habe eine Windel auf dem Kopf. Das heißt, ich hau das Ei auf die Windel. Na, unter die Windel, Digga. Bin ich dir ehrlich? Junge, Mann, was ist das? Okay, André, guck mal, weißt du, was du jetzt machst? Packst unter die Windel und schlag dir auf den Kopf. Odemanns Ideen sind immer scheiße, Freunde. Ich merke jetzt schon, dass es eine dumme Idee ist. Bro, ich hab die besten Ideen, Digga. Ich will nicht, Mann! Mach jetzt! Ich will nicht! Tu es! Geht's kaputt. Ah! Es war so eklig! Ich muss es festhalten, sonst kommt alles runter. Ich hab ein paar Haare verloren, glaube ich. Hast du jetzt die ganze Scheiße da drin? Ich muss das Balenciagern. Okay. Ey, es läuft alles an meinen Kopf runter, Digga. Ihr glaubt. Okay, wir dürfen uns jetzt nicht mehr bewegen. Ich mach nie wieder dieses Video. Oh, ich hab außerdem gedrückt. Oh, man, du musst 5 nehmen. Ah, nee, wir haben schon. Wir müssen tanzen. Junge, es läuft so an meinen Hinterkopf runter, glaube ich, Digga. Es ist so ekelhaft. Aber ihr habt nicht viel davon gesehen, weil ich es unter der Windel gemacht habe. Odoman-Style. Es läuft, warte. Ich muss das wegpacken, weil ich glaube, mein Headset kriegt sonst Stromschock. Es läuft aus der Windel raus, Digga. Wofür sind der Windel da, wenn es da rausläuft, Amina Jackson? Wo feier ich, Digga? Der ist ja aus wie Bruder Jakob jetzt. Ja. 10. Okay, die goldene Mitte, Digga. Ich drück. Was ist das Schlimmste, was dir jemals angetan wurde? Schlimmste, was mir jemals angetan wurde? Wurde mal verprügelt, ich wurde angelogen. Ja, was, also... Ja, das kann man, glaube ich, so nicht beantworten, weil man die schlimmen Sachen so auch verdrängt, so. Also, ja. man findet die dann nicht mehr schlimm. Wisst ihr, wie ich meine? Der Kopf macht es dann extra so, dass man zum Beispiel, keine Ahnung, oder man wurde ja zum Beispiel gemobbt bei seiner Arbeit. So, aber wenn er jetzt drüber redet, dann ist es nicht mehr so schlimm, weil dein Kopf sagt so, ist nicht schlimm. Doch, das war, glaube ich, das eins der schlimmsten Sachen. Also, dass du auf der Arbeit gemobbt wurdest. Dass ich, ja... Also, es war eine sehr, sehr harte Zeit, es war vor YouTube, Freunde, da habe ich Stuckateur gelernt und habe auch meine Ausbildung fertig gemacht, aber da war immer einer, der halt immer gepiesackt hat und der wurde dann aber auch nach 2 Jahren gekündigt und dann haben die anderen auch angefangen zu piesacken und zu mobben und Freunde, ich sag euch, es war eine sehr schwierige Zeit für mich. Das verfolgt euch an ein Leben. Wenn ihr irgendwen gemobbt habt, Budak meinte auch, dass er früher gemobbt hat und das hat er immer noch im Kopf so und das tut ihm auch immer noch leid. Also macht es nicht, glaubt mir. Ja. Auch wenn ihr dann die coolsten seid für den Moment, ihr seid einfach ekelhaft dann. Und für immer. Und du kannst einen Menschen auf dem Gewissen haben. Ja, ist so wirklich. Also das ist nicht zu unterschätzen, Freunde. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Ja, voll krass das Video, Digga. Wir gehen von Lachen auf so ernste Themen. Feier ich irgendwie, Digga. Ist auch nice. Okay, wir gehen in 6 rein. Die 6, die umgedrehte 9.
Warst du schon mal nackt in der Öffentlichkeit? Also Sexy Time! Das Ding ist, ich hatte einmal früher, mein Körper war ja früher wirklich gut trainiert, Freunde. Und da hatte ich hatte keine Scheu. Und wir waren feiern und in der Disco gab es einen Pool. Und wer da reinspringt, das Ding ist, ich habe das erstmal nicht mitbekommen, weil keiner hat sich getraut. Wer da reinspringt, kriegt eine Flasche zu trinken, ne? Also Milch, ne? Genau, Milch. Ja. Und wir meinten so, ich sag so, warum steht da ein Pool? Er sagt so, ja, wer da reinspringt, kriegt halt eine Flasche Milch. Ich sag so, dein Ernst? Und er war halt Mitarbeiter. Er sagt, ja. Ich sag so, chill mal kurz. Auf einmal kam ich so mit 6 Kollegen wieder. Ich sag, wir springen jetzt alle rein. Du weißt, das sind 6 Flaschen. Und dann at this moment, he knew he fucked up. Wir sind alle in diesen kleinen Pool reingesprungen. Also halt nur in Boxershorts, ist ja nackt vom Ding her. Nur in Boxershorts rein und das Wasser war überall verteilt, Digga. Alles war broke. Shit. Und dann hat er uns verarscht. Wir haben nur eine Flasche Milch bekommen für 6 Leute. Aber war trotzdem, umsonst ist umsonst, Freunde. Schmeckt am besten. Ihr wisst, wenn euer Kollege euch Döner ausgibt, schmeckt besser, als wenn man selber kaufen muss. Ist so, Digga. Okay. Rein da in die Olga. Rein da in die Schnolga, Digga. Junge, ich hab Kopfschmerzen, Digga. Warum? Entweder vom Pilzessen oder von diesem Ei auf dem Kopf. Das Ding ist, die Eierschale hat sich in meinen Kopf reingebrannt, Digga. Also so ein bisschen reingeschnitten, glaube ich. Ah, okay, das ist eklig. Okay, André, was für Zahlen bleiben übrig gerade? Ich weiß gar nicht, welche Zahlen wir noch haben. André, ich tue es! Zwei? Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß auch nicht, hat du das schon? Das Ding ist, Bauteam müsste das nächste Mal auch für euch immer so Besetzschilder machen, wenn wir das schon benutzt haben. Ah, hatten wir schon. Jagdgewehr darf ich nicht benutzen. Drück irgendwas, Digga! Ich drück irgendwas, was hatten wir noch nicht? Wir hatten, ich klaue dir vier weg, Digga. Ich klaue sie dir weg. Ja, ist gut. Nimm. Oh, gib die Hälfte deiner Münzen deinem Mitspieler. Gib lieber her. Digga, ich muss dir einfach 50 geben. Oh, er schmeckt! Ich kann mir gar nichts mehr leisten. Nicht mal Jagdgewehr. Jagdgewehr ist umsonst und damit darf ich nicht spielen, Digga. Okay, André. Stimmt, du hast keine Waffen im Fall. Nimm die 5, Digga. Ich nehm die 5. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten, aber... Bestimmt das mit dem Ei, oder? Schminke dich. Wie soll ich mich denn schminken? Ich habe keine Schminke zu Hause. Schmier dir Ketchup ins Gesicht einfach. Digga, hör auf, Mann! Freunde, ich habe so viel schon durchgemacht heute, Digga. Ich hab so Glück, ne? Ich hab gar nichts, Digga. Ich habe keine Schminke, was soll ich jetzt machen? Ja, André, du musst ja halt irgendwas in die Fresse schmieren, Digga. Ah, dann nehmen wir halt Ketchup, Digga. Freunde, mein Gesicht ist eh... Oh mein Gott, ich wollte schütteln, das war auf, ne? Oh mein Gott. Es ist einfach alles auf meiner Hose. Nein. Junge, ey! Nie wieder nehme ich das auf. Okay, komm hier, ich muss jetzt eh gleich duschen. Ich schmier hier alles rein, Alter, hier ins Gesicht, Alter. Guckt euch das an. Rein da, Digga. Lecker, Digga, geil. Mein ganzes Gesicht ist rot, das sieht aus, als hätte ich jemanden. Ja. Junge, ich habe mich selten so eklig gefühlt, Digga. Ich sehe aus wie so ein Krieger, der gerade so einen Krieg überlebt hat. Ey, warte mal, ich habe die Hälfte gegeben, ich darf wieder nehmen bei der Aufgabe. Stimmt, wie dumm. Okay, haben wir noch irgendwelche Aufgaben, die hier noch useful sind? Also die 10 ist useless, die 9 hatten wir, glaube ich, schon, oder? Guck mal, hol dir Eiswürfel und steck sie in dein T-Shirt. Oder Mann, das wäre deine Aufgabe, Digga, bin ich ehrlich. Digga, meine Hand friert ein, ich habe 2 Eiswürfel. Hast du reingepackt? Tu rein. Pack rein. Tu es rein. Digga. Oh, okay, ist ganz gechillt, Digga. Besser als Ketchup in der Fresse und die Binde mit Ei auf dem Kopf, Digga. Richtig ehrlich, Digga. Die Binde muss ich wegschmeißen, die ist in mein Ohr reingelaufen alles. Digga. Ja, André. Ja, cool. Ja, nice. Komm rein, wir gehen nochmal in Wahrheit rein. Let's go. Oh. Okay. Ich sag 2 war noch nicht. Odemann, für dich. Was würdest du tun, wenn du für einen Monat ein Mann oder eine Frau wärst? Also wahrscheinlich eine Frau. Wahrscheinlich eine Frau, ja. Digga, ich würde aufstehen, erstmal meine Boobies anfassen, mich nackt betrachten. Das kannst du auch so? Ich würde, also es soll jetzt nicht komisch klingen, aber ich würde mich selber befriedigen, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Ja, normal, würde jeder machen. Egal, würde jeder machen. Egal, wer sagt nein, würde er nicht, er lügt. Kurz Aufklärungskunde mit Otomaden. Weil die Frau kann ja auf 2 Art und Weisen kommen. Das stimmt, Freunde. Und das würde ich schon testen und dann würde ich halt, weiß ich nicht, das wäre eigentlich das, was ich testen wollen würde. Ja, würde ich auch machen. Ich weiß nicht, welche Nummern wir haben. 3 sieht so aus, als hätten wir noch nicht gehabt. Hast du schon mal einmal Drogen genommen, außer Alkohol und Tabak? Ja, ich habe schon mal so versucht, Weed zu rauchen. Was heißt versucht, aber ich habe es gemacht, Freunde. War jetzt nicht so mein Ding. Kann ich auch niemandem empfehlen, weil viele darauf hängen bleiben und auch sehr, sehr faul dadurch werden. Mhm. Und halt, man wird auch sehr
gleichgültig. Also ja, es juckt einen nicht mehr so viel, was andere über einen denken und man gibt sich weniger Mühe in allgemein im ganzen Leben. Das könnt ihr machen, wenn ihr Gangster-Rapper seid und Millionen verdient mit Musik, dann könnt ihr gerne einen smoken, so Freunde. Ja. Aber der Rest, also ich sag euch so, 90%, die damit anfangen, verbauen sich ihr Leben damit. Ich würde nicht sagen, dass das eine Einstiegsdroge ist, weil die meisten bleiben hängen auf dem Zeug. Die werden jetzt nicht auf einmal heroinabhängig dadurch. Nee. Aber es gibt viele, die dann auch anderen den andere Rausche wollen. Genau, weil es wird ja auch immer weniger. Ihr gewöhnt euch dran und umso mehr ihr raucht, umso weniger Wirkung hat es und dann sucht ihr immer nach diesem neuen Kick. Und das ist halt das Ding, fangt nicht an mit Drogen. Alkohol ist genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer, Freunde. Das ist sogar, aber also der Vorteil an Alkohol ist, sage ich mal so, dass es einfach legal ist, ja, aber sonst ist es genauso schlimm wie alles andere. Wahrscheinlich schlimmer als. Es sterben so viele Leute an Alkohol, Freunde, und so viele Leute verbauen sich ihr Leben an Alkohol. Genau wie mit Casinosucht, genau wie mit Drogen, andere Drogen, egal in welcher Hinsicht. Macht es nicht, glaub mir. Es ist das, so, viele reden da, als wäre das cool, aber ist es nicht. Das Ding ist so, man kann ja mal ein Trinken gehen, das ist ja gar kein Problem. Ja. Weißt du, man muss natürlich seine Grenzen wissen, man darf natürlich nicht übertreiben, fertig. Dass das System dahinter ist oder das, was ihr machen könnt, wenn ihr eine Sache habt, sei es Süßigkeiten essen, das ist ja auch schädlich. Ja. Macht es, um euch zu belohnen. Also nicht, wenn ihr euch schlecht fühlt. Ja, deswegen sind zum Beispiel so welche Leute wie Odoman, ich, Daniel, sind dick, weil wir Essen als eine Art Ausgleich nehmen. Hm. Wir haben, keine Ahnung, viel gearbeitet, sind schlecht drauf, dann gönn erstmal einen Muffin. So, aber wenn ihr das macht, wenn ihr beim Sport wart, wenn ihr in der Schule wart, eure Aufgaben erledigt habt, ihr habt richtig viel getan und dann Muffin esst, wen juckt's? Ja. So, und deswegen, ihr müsst es immer als Belohnung sehen. Süßigkeiten, was weiß ich, egal in welcher Hinsicht, Sachen, die schlecht für euren Körper sind und dann ist es kein Problem. Aber nutzt es nicht, um euch besser zu fühlen. Dann macht ihr genau das Falsche. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir haben hier Deep Talk geführt, wir haben hier Sachen in Gesichter geschmiert und was weiß ich. Und jetzt können wir in den Fight gehen. Let's go, Digga. Und mein Gesicht wird immer trockener, Digga. Ich kann das kaum noch so bewegen, irgendwie. Das ist voll ekelhaft mit dem Ketchup. Komm rein. Okay, wo ist die Fight? Ah, da. Wir gehen in den Shop, wir können uns wahrscheinlich eine Waffe leisten. Ja, du kannst zwei, weil die... Stimmt, du darfst ja kein Jagdgewehr benutzen, ne? Ich kann mir... Was nimmt Odoman zum Ausgleich, Freunde? Wie viel Geld hast du? 150, genau. Oh, du kannst dir genau eine Waffe holen? Genau eine Waffe, ja. Haha. Ja, ich muss schon die hier nehmen, Digga, sag ich dir ehrlich. Ja, nehme ich die auch, Alter, falls du einen Mucks hast. Kleiner 31. Obwohl, ich glaube, ich nehme die Pumpe, Digga. Okay. Die Pumpe ist wild. Soll ich jetzt sagen, Digga, Team 99, Digga? Team 99? Let's go! Dann gehe ich in Team 4 rein. Ihr kennt das Ganze. Und Odoman wird jetzt kurz Ehre genommen. Okay, das bin ich jetzt mal gespannt, Digga, sag ich dir ehrlich. Okay, let's go. Ah, du willst auf Fernkampf fetzen, ja? Boots! Hä? Wie hallo, war das kein Treffer? Ist in meine Nackenhaare gerade gegangen. Nein. Junge, was ist das? Ghosted? Ich kassier mies. Oh! Okay, du hast mich gerade. Man muss einfach von 6 Schüssen einen treffen, Freunde, dann ist Win. Hallo, oben, kannst man muss du mal herkommen und nicht. Ja, weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe hier oben auf den Berg, da kannst du gar nicht hoch. Was ist denn der Scheiß? Ich komm hoch. Ja, komm, versuch. Ehrlich, ist einfach nur eklig, wie du spielst, André. Ja, guck mal da unten, der Odoman. Schieß doch. Guck, ja, schieß doch. Schieß doch. Schieß Sauce. Raw Sauce. Oh. Was da? Hä? Was soll denn das mit der Pump, Digga? Digga, Disrespect. Hätte mich verarscht. Hallo? Du hast mich fast tot, ne? Ich hab 8 HP. Hey, es ist doch unfair! Jesus! Ohne Jagd bei der Map, Digga! Komm, ja, okay. Brücke 1 gegen 1. Komm, Brücke 1 gegen 1. Erst wenn du auf Brücke bist, geht los. Komm. Ich wusste, dass du das machst. Natürlich, Digga, weil du es auch immer machst. Du kleine ja, aber jetzt habe ich wieder Jagd, wir haben, bin ganz weit entfernt. Was willst du jetzt machen? Komm, Brücke, geh los, 1 gegen 1. Digga, warum ist dieser Spawn eigentlich hinter diesem Berg? Ich weiß es auch nicht, Digga. Digga, im Headglitch des Lebens, Digga. Oh, Trick 17, tschüss. Das ist ein No-Scope. Wilder Trick 17. Komm, André. Was willst du? Oh, geh mal. Ich hab dir noch Muni gegeben. Ein Leben noch und du hast nur noch 100 Leben. Ich hab noch 100. Ja. Und du weißt nicht, wo ich spawn. So ein Ding ist das. Doch, weiß ich. Weißt du nicht? Weiß ich. Come on. Nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich auch. Ja! Das liegt an dem Ketchup, ich sag euch so, wie es ist. Mein Gesicht war richtig eingefriest. Ich konnte meine Augen nicht bewegen, Digga, so ein Ding. Ich hatte gar kein Leben mehr. Freunde, Odoman hat den Fight gewonnen.
Wenn euch das Ganze gefallen hat, immer gerne ein Like und ein Abo da lassen. Diese Videos sind immer ein bisschen aufwendiger und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei gehabt, weil ich nicht. Und wir sehen uns morgen. Ciao.